Einmal klatschen für die Synchronisation. Oh, Vorsicht. Ja, es ist Frühling draußen. Also es wird langsam Frühling, es ist Ende März und es wird Zeit. Bald ist Ostern, richtig. Noch einmal schlafen, dann ist Ostern. Dann kommt wer? Osterhase. Der Osterhase. Und ich bin schon aufgeregt, was mir der Osterhase bringt. Ja, und damit der Osterhase sich auch wirklich wohlfühlt, was machen wir da? Wir pflanzen. Wir haben ganz viele tolle Sachen. Pflanze. Was haben wir denn hier? Weißt du das? Guck mal, wir haben hier zum Beispiel Mangosaft. Für mich zum Trinken, wenn ich Durst habe. Und ich habe Wasser. Und was haben wir für den Garten? Na, was zum Einpflanzen. Genau, was zum Einpflanzen. Zum Beispiel haben wir Gartenblumen. Und Melonen. Melone. Was haben wir hier noch? Tomaten. Auberginen. Nochmal Tomaten. Noch mehr Tomaten. Und hier? Und Erbsen. Das sind Erbsen. Und was ist das hier? Paprika. Und ich esse Melone so gerne. Ich auch. Und na, das ist? Na, weil die saftig und so lecker sind. Das stimmt. Und was ist das hier? Zucchini. Zucchini. Mhm. Ja, da werden wir jetzt ein paar Sachen von einpflanzen. Wir haben hier schon mal so ein paar kleine Töpfchen. Warte, gebe ich dir gleich. Haben wir schon so ein bisschen vorbereitet. Und da kommen jetzt halt die Samen rein, beziehungsweise ein bisschen größere Töpfe, weil wir auch Mais zum Beispiel oder eben auch die Auberginen einpflanzen müssen. Die brauchen eine größere Pflanztiefe. Was ist eine Aubergine? Eine Aubergine ist das hier. Okay. Okay. Wir hatten auch schon Kartoffeln vorbereitet. Na, da sieht man schon die Keimlinge. Und so. Und ein bisschen grüne Kugeln. Richtig. Es macht immer Sinn, die Kartoffeln so ein bisschen vorzukeimen, bevor man ja, die das ist, in den Boden macht. Ja, wenn man die so einpflanzt. Ja, dann? Dann haben die so welche Dingsbums. Nicht abbrechen, ja? Lass sie mal schön dran. Haben die so welche Dingsbums, genau, Keimlinge. Ja, und muss man nicht unbedingt machen, aber so im Licht vorkeimen, bis die Keime 2 Zentimeter lang sind. 2 Zentimeter lang sind. Die sind jetzt hier. Wie lang sind die jetzt? Kannst du das sehen? 1 Meter. 1 Zentimeter. Ja, 1 Meter nicht, aber 1 Zentimeter. Die müssen doppelt so lang werden, also 2 Zentimeter. 1 Zentimeter. Dann haben wir hier diese Blumen, wie schon gesagt. Die kommen nachher, das wird so eine Wildblumen-Ecke. Wozu sind die gut? Weißt du das noch? So die Insekten, die das so gerne Nektar trinken. Ja, das ist genau richtig. Für die Insekten, die gerne Nektar trinken. Und weißt du, welche Insekten das sind? Bienen. Und Wespen. Und Wespen. Und was noch? Schmetterlinge. Und Hummeln. Ja. Das ist eine Biene. Ich glaube, das ist eine Hummel. Die ist ein bisschen dicker als eine Biene. Hier schon mal eine Hummel. Oder? Auch eine Hummel. Gerne Nektar und Bienen. Ja, und das sehen wir aber erst später im Jahr. Also so, ich schätze mal Ende April, noch kurz vor den Eisheiligen. Mal sehen, wie sich das Wetter macht. Wenn Schnee ist, sieht man manchmal Schneeglöckchen. Das stimmt. Und ich habe ein bisschen gewastelt, da sind meine Hände so glitzerig und klebrig. Das macht nichts. So, die Kartoffeln nehmen wir jetzt mal vom Tisch, okay? Die brauchen wir ja jetzt nicht mehr, haben wir mal gezeigt. Was wir damit machen, haben wir auch gesagt. Und jetzt haben wir hier Anzuchterde. Die gibt's, wo gibt's die? Im Baumarkt, glaube ich. Ne? Wir könnten auch Kompost nehmen von unserem Komposthaufen. Darauf verzichte ich aber dieses Jahr. Regen-Komposthaufen. Genau, da sind Regenwürmer drin, ne? So, jetzt warte mal kurz. Die Anzuchterde ist gut, weil da ist nicht so viel Dünger drin, wie in Blumenerde zum Beispiel. Das mögen die kleinen Pflänzchen nicht, wenn da zu viel Dünger drin ist. Dann verbrennen die nämlich. Jetzt mal ganz cool bleiben, Luca. So, und jetzt weißt du, was du machen musst? Du musst da Erde reinmachen, genau. Außerdem ist das nicht heiß. Die Erde ist überhaupt nicht heiß. Nee, Feuer ist heiß. Feuer ist heiß.
So, ganz cool bleiben. Diese Töpfe hier sind aus Pappe. Die sollen relativ schnell sich zersetzen im Erdreich. Ich habe gegenteilige Erfahrungen gemacht, muss ich sagen. Da gibt es bestimmt auch Qualitätsunterschiede. Aber manchmal zersetzen die sich nicht wirklich. Die holt man dann so aus der Erde wieder raus, so zum Teil. Ich bin nicht wirklich ein Freund davon. Aber ich habe keine kleinen Anzuchttöpfe in ausreichender Größe. Na, das gibt es so klar. Das ist fertig. Super. Dann können wir das rausnehmen. Rausnehmen. Mhm. Streichen. Nächste rein. Genau. Und die Anzuchttöpfe aus Ton finde ich persönlich viel, viel besser. Aber da braucht man dann halt auch einen ganzen Haufen von. Du auch? Findest Ton auch besser? Ja. Hält natürlich auch besser das Wasser. Nichtsdestotrotz arbeiten wir im Augenblick noch viel mit Kunststoff. Das stimmt. Diese Perlen, die man, also die Kneton. Aus Kneten. Nicht wirklich. Eigentlich macht man die aus Ton. Und Kneten. Okay. Da kann man sich eine Kette aussuchen. Wenn man ein Armband verloren hat, dann kann man ein neues aus Tonperlen und Knete machen. Das kann man machen. Also, Anzuchterde können wir mal zur Seite stellen. Was man will. Wollen wir jetzt weiter pflanzen oder willst du jetzt einen Vortrag über Perlen machen? Okay. So, was ist das hier? Weiß ich nicht. Das ist ein Mini-Gewächshaus. Das ist auch aus Kunststoff. Kunststoff. Hier kann man halt diese Anzuchttöpfe ganz prima reinstellen. Dann kommt der Deckel oben drauf. Und dann stellen wir das nachher auf die Fensterbank. Okay? So. Diese gibt es auch aus Kunststoff, empfehle ich allerdings nicht, weil die zerbröseln ziemlich schnell, wenn die länger in der Sonne stehen. Mal kurz auf die Uhr gucken. So. Was haben wir noch hier? Wir haben noch Etiketten, die können wir nachher hier so reinstecken, damit wir wissen, was wir gepflanzt haben. Weil das ist nicht immer ganz so einfach, die Pflänzchen auseinanderzuhalten. Beim Mais geht das noch. Und willst du eine haben? Okay. Ja, dann brauchen wir noch einen Stift dafür und dann können wir darauf malen, was da drin ist. Jetzt mach nicht überall Löcher rein, vielen Dank. Da müssen wir noch ein Loch reinmachen. Das reicht. Okay? Ja, soweit sind wir erstmal hier aufgestellt. Wir haben natürlich jede Menge Sachen hier, die zu unterschiedlichen Zeiten eingepflanzt werden. Und wir fangen jetzt an mit Mais. Okay? Dazu. Warte. Haben wir hier Zuckermais? Den habe ich schon mal ein bisschen eingeweicht, damit die Samen nachher besser aufgehen. Und den müssen wir ein bisschen tiefer einpflanzen. Wie gesagt, der braucht 5 cm Pflanztiefe. Deswegen haben wir hier so einen kleinen Zollstock. So Mini, warte. Mini-Zollstock. Und hier ist eine 5. Genau, das ist eine 5. Und so tief muss der Samen in die Erde. Jetzt müssen wir nur wissen, wie wir das machen. Dazu können wir entweder so einen Pflanzstab hier nehmen. Da habe ich schon mal 2 Markierungen dran gemacht, nämlich einmal 3 und einmal 7 cm. Oder, warte, wir messen mal, wie lang dein Finger ist. Warte, der ist nämlich 5 cm lang. Und wenn du den jetzt ganz in die Erde steckst, ganz rein, so, und jetzt wieder raus, dann haben wir da ein Loch drin, das genau 5 cm tief ist. Jetzt nimmst du einen Samen und schmeißt den in das Loch, ganz bis unten rein. Genau, so. Und jetzt machst du das genau wieder zu, andrücken ein bisschen, nicht ganz doll, so ein bisschen nur, und stellen den hier zur Seite. Und dann nehmen wir den nächsten. Ein Loch, genau in die Mitte am besten, genau, 5 cm tief. Und erst ganz rein den Samen. Du musst den bis auf den Grund von dem Loch machen. Ganz vorsichtig, das ist ein zartes Pflänzchen. So, und dann andrücken. 2. Dann haben wir noch mehr. Guck mal, wie viele Samen da drin sind. Die müssen wir alle pflanzen. Ganz reinstecken, genau. Vorsichtig wieder rausziehen. Dann den Samen nehmen. Genau. Und jetzt wieder zumachen. Und? Noch ein? Halt. Erstmal brauchen wir einen Topf. So. Ja, macht total viel Spaß, mit Kindern im Garten zu arbeiten. Magst du das im Garten arbeiten? Mhm. Ja, ne? Da kann man auch mal was zur Seite.
kaputt machen oder da kann auch mal was schief gehen. Das ist total in Ordnung. Ich finde es immer gut, wenn Kinder sich dafür begeistern, dass sie im Garten arbeiten können. Man muss natürlich so ein paar Abstriche machen, was so die Arbeitsgeschwindigkeit angeht und so. Das ist ganz in Ordnung. Aber wenn sie dann sehen, findest du das toll, wenn eine Pflanze wächst? Ja, ne? Wenn sie dann sehen, nächster Topf, wie die Pflanze dann Früchte trägt und dass man die essen kann und so, dann finde ich, ey, mach langsam, Luca. Nee, komm, ey, mach's richtig. Das ist hier keine Comedy-Veranstaltung. Also auch, aber die sollen ja wachsen, die Pflanzen. Da muss man ein bisschen sorgfältig sein, genau. Wenn sie dann sehen, wie die Pflanzen wachsen, dass man die Früchte essen kann, dass man dann halt auch zum Beispiel die Tomaten oder die Gurken dann halt verarbeiten kann im Nahrungsprozess, dann ist das eine ganz tolle Sache, die sie sehr zu schätzen wissen. Und für mich ist es halt, sag ich mal, nachhaltiges Erbe, den Kindern beizubringen, dass man halt aus seinen Händen heraus mit dem Samen, den man sät, Pflanzen, ja, wachsen lassen kann, die sie später auch essen. Sehr gut. Man kann sich ein bisschen dreckig machen. Das finden Kinder ja auch immer gut. Ne? Ein bisschen schmattern. So, wie viel haben wir noch? 5 Stück haben wir noch. Haben wir überhaupt so viele Töpfe? Ja, ich habe noch 2. Habe ich ja extra abgezählt. 12 Stück machen wir dieses Jahr. 12 mal Zuckermais. Ne? Die lassen wir jetzt ein paar Wochen auf der Fensterbank stehen. Und bis die kräftig genug sind. Und wenn das Wetter draußen mitspielt, dann kommen die in den Garten. Ja, noch einer. Danke. Bitte. So, das stellen wir mal kurz zusammen. Machen wir noch ein bisschen Platz für die nächste Pflanzaktion. Sehr gut, Luca. Und hier haben wir noch eine. Ja, und jetzt machen wir den Mais fertig und dann suchen wir uns aus, was wir als nächstes machen. Tomaten sind auf jeden Fall noch angesagt, Aubergine und so weiter und so fort. Aubergine. Ich glaube, als nächstes machen wir Aubergine und Melone. Okay? Melone. Die machen wir nachher auf den Kompost. Okay, 2 sind noch drin. Einer. Aber den anderen für Melone. Nein, wir haben noch mehr Töpfe. Schön zumachen wieder. Ein bisschen andrücken, nicht zu doll. Genau. Sehr gut. Hier. Die werden wir nachher noch ein bisschen angießen. Hier ist das der letzte. Da. Das machen wir, die Aubergine machen wir nachher. Ja, sonst wird das Video zu lang und. Aubergine kommt Melone. Das werden wir sehen. Gut, jetzt haben wir den ganzen Mais. Wie viele Töpfe sind das? 2.